Willkommen bei Underdog Games. Heute geht es um meine persönlichen Top 10 Automatisierungsspiele. Automatisierungsspiele sind tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich beliebt geworden, aber haben immer so ein bisschen so einen Nischencharakter, so dass nicht jeder sagt, ach, ich mach das jetzt mal. Ne? Also die Casual Gamer sind nicht so darauf aus. Vielleicht kann ich das ein bisschen ändern mit diesem Video und euch einfach mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, dass man nicht nur Förderbänder baut, Schmelzen und Eisenbarren macht und was nicht alles, sondern es gibt ganz andere Möglichkeiten und Wege, zum Beispiel Big Pharma, da kann man Tabletten und Medizin herstellen oder man geht in die Production Line und sagt, ich möchte ganze Autos herstellen, ja, also wo man ganze Arbeitsabläufe mit Autos macht. Aber es gibt auch Automatisierungsspiele, die anders aufgebaut sind. Da kann man dann zum Beispiel kleine Roboter programmieren, die einen Wald abhacken. Der andere kommt dann vorbeigefahren und nimmt dann einen Samen und forstet den Wald wieder auf. Der nächste nimmt dann das Holz, macht daraus Bretter und der packt es in ein Schiff und bla 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 bla. Wenn euch das gefällt, ihr diese Top 10 sehen wollt, bleibt dran. Lasst mir gerne ein Like da, das hilft mir, dem Kanal und dem Video extrem viel. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und von mir hören möchtet, dann wäre ein Abo auch ziemlich geil. Alles klar, vielen Dank und los geht's mit den Top 10. Mein Platz Nummer 10. Big Pharma. Was würden Sie tun, wenn Sie die Macht hätten, die Welt von allen Krankheiten zu heilen? Das ist der Slogan, wie er in Steam drinsteht. Das Spiel kam 2015 raus und kostet aktuell noch 6,12 €. Wer gerne Pillen dreht, wer gerne Dinge zusammen puncht und die mit Förderbändern, ich sag mal, durch eine relativ sterile Fabrik fördert und zum Schluss aus einem Slot, der nicht größer ist wie ein Paketpostfach oder wie so ein Päckchen bei der Packstation, erst die Pillen verpackt und dann dahin rausschiebt und dann dementsprechend eine Statistik erhält, der ist hier genau richtig. Für mich ist es so, das Zusammenbauen der Wege und die Konstruktion, das ist schön. Der, ich sag mal, Szenario-Modus geht mir ein bisschen auf den Keks. Das sind so 35 Herausforderungen auf 7 Szenarien. Da hat man immer so ein bisschen vorgegebene Strecken, vorgegebene Raumgrößen, so ein bisschen storymäßig. Das mag ich überhaupt nicht. Der freie Modus ist ganz okay, aber auch da ist es so, es geht immer wieder darum, einen Gewinn mit der Pharmaindustrie quasi zu erwirtschaften, bessere Medikamente herzustellen, die dann dementsprechend Gewinn bringen, zu verkaufen. Der Markt schwankt auch und dann dementsprechend auch auf Krankheiten etc. zu reagieren. Big Pharma in dem Fall, Einzelspieler, ziemlich alt, nur Platz Nummer 10. Platz Nummer 9. Production Line. Car Factory Simulation. Das Spiel kam im März 2019 raus, ist auf Steam erhältlich momentan für 6,12 € und es ist ein Singleplayer-Spiel. Ihr könnt dort eine Produktionslinie einer Autofabrik komplett aufsetzen. Es geht von den Einzelteilen, sprich Motoren, Farbe, Auspuffanlagen, Felgen. Ihr könnt also jedes Einzelteil dementsprechend dann an die Produktionslinie ranführen, müsst das dann montieren lassen und geht dann weiter zum nächsten Produktionsschritt. Ihr habt also wirklich ein Management mit Teilebeschaffung, mit Verbauen und Produktion in einer Produktionslinie bis hin zum Thema des Verkaufs an einem Markt, der wiederum dynamisch ist. Also man kann dann alles Mögliche zum guten Preis oder zum schlechten Preis verkaufen. Ihr habt das Thema mit Arbeitern, mit Angestellten. Ihr müsst eine ganze Fabrik managen. Für mich ist das Thema der Technik, also sprich das Produktionslinien aufbauen und diese ganzen Sachen, das finde ich wunderbar. Das andere geht mir ein bisschen auf den Keks, denn die Details sind mir zu hoch. Also die genauen Preise für den Aluminium-Body des Autos oder der Side-Airbag, der da drin steckt, das interessiert mich nicht wirklich. Das ist mir zu detailliert, um das jetzt zu spielen. Grundsätzlich ein geiles Automatisierungs- oder Automationsspiel mit vielleicht ein bisschen zu viel Detail. Wer drauf steht, wer Autos mag, wer auf wirklich auf Tycoon-Simulation noch dazu steht, dem ist das hier nicht der Platz Nummer 9, sondern sehr wahrscheinlich der Platz Nummer 1. Für mich ist es in dem Fall der Platz Nummer 9. Beer Factory. Wenn jetzt eure Herzen höher schlagen, muss ich euch erstmal enttäuschen, denn das Spiel kommt erst im zweiten Quartal 2023 raus. Mein Platz Nummer 8. Es gibt einen Prolog, den habe ich schon mal angedattelt. Sehr interessant. Es geht darum, Ressourcen, also sprich Rohstoffe, zu besorgen, anzukaufen, dementsprechend mit einer realistischen Wirtschaft günstig einzukaufen, das zu verarbeiten, zu veredeln,
die dementsprechend geilen oder guten Maschinen zu haben, um dann, naja, ein wohlschmeckendes Bier herzustellen. Und dann mit den möglichen logistischen Mitteln, die man hat, die man verbessern kann, die man dazu kaufen kann, das Bier auch zu einem echt guten Marktpreis zu verkaufen. Wenn irgendwas davon schief geht, denn es ist tatsächlich in der First-Person-View-Geschichte, dann müsst ihr natürlich selbst dann gucken, dass ihr das wieder gerade biegen könnt. Ansonsten habt ihr tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Ihr könnt also die Fahrzeuge, die ihr braucht, könnt ihr selbst ein Setup machen von diesen Fahrzeugen. Ihr könnt die Farben bestimmen, ihr könnt die Motorisierung bestimmen, ihr könnt das Aussehen bestimmen, ihr könnt die Fabrik einrichten in der First Person. Das macht Spaß, aber ich denke, mit Bierbrauen, da muss man schon Ahnung haben. Das ist nicht das Gleiche, wenn man hier im Keller irgendwo was stehen hat und da so ein Fass hat, sondern es geht wirklich darum, säckeweises Material zu transportieren, dementsprechend dann das auch wieder zu verarbeiten und dann das neue Produkt zu verkloppen. Ich bin gespannt, ob es was wird. Ich bin mir nicht so sicher. Es ist ein bisschen sehr nischenspezifisch. Beer Factory in dem Fall Platz Nummer 8. Platz Nummer 7. Oxygen not included. Ihr müsst mit euren Kolonisten eine kleine Basis errichten. Es beginnt am Anfang ganz einfach. Ihr habt, Bedürfnisse. Die gilt es zu stillen. Essen, trinken und vor allem Sauerstoff. Über 90.000 äußerst positive Bewertungen bei Steam. Das Spiel kam 2019 raus. Bedeutet, das muss gut sein. Was einen vielleicht zurückhält oder abschreckt als Deutscher, oder nur deutsch sprechende Person. Es ist nicht mit deutscher Oberfläche, Ton oder Untertitel ausgestattet. Da kann man was gegen tun. Es gibt im Steam Community Hub die Möglichkeit, einen Download zu haben. Und dann kann man das Originalspiel sowie das DLC in Deutsch umstellen. Ob das aktuell noch geht, weiß ich nicht. Aber es steht hier drin, dass es wohl noch funktioniert. Ausprobieren, ich sag mal, ist da besser wie hier groß jetzt rumrätseln. Ich bin mir sicher, dass es funktioniert, denn ein Spiel, was so viele positive Bewertungen hat, wird mit Sicherheit dann, up-to-date gehalten, dass man auch das Mod bzw. das Deutsch Translation Pack wieder draufschieben kann. Ansonsten ist es so, ihr macht hier, weil es geht ja um Automation, ihr baut euch Ressourcen ab, Eisen zum Beispiel, andere Rohstoffe aus dem Asteroiden, indem ihr dann zukünftig auch Räume reinbaut und diese Ressourcen, die ihr abbaut, könnt ihr verarbeiten, zu Gegenständen, zu Werkzeugen, Waffen und so weiter und könnten damit weiter im Asteroid fuhrwerken. Es hat eine extreme gute Simulation von folgenden Punkten: Flüssigkeiten, Gase und Thermodynamik. Das heißt, es ist so, dass ihr seht, wenn ihr den richtigen Filter einschaltet, wo ist noch Sauerstoff zum Atmen, wo ist der Sauerstoff schlecht, wo ersticke ich. Das hat verschiedene Auswirkungen, man wird dann weniger leistungsfähig und so weiter. Ihr seht, wie die Flüssigkeiten fließen und habt mit Drücken zu tun. Ihr habt das Thema Strom, Stromerzeugung, wie erzeugt man Strom? Manchmal gibt es so ein kleines Laufrad. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, dann das Stromnetz zu betreiben. Es gibt die Forschung und es gibt viele, viele verschiedene Planeten, beziehungsweise, ich sage jetzt mal, Rocks, Asteroiden oder wie wir es übersetzen wollen. Es macht viel Spaß. Mir ist es vom Grafikstil und von den Problemen, die Kolonisten bekommen, was psychisch angeht und physisch angeht, es ist zu viel Lebenssimulation und zu wenig Automatisierung. Es gibt das Update bzw. ein kostenpflichtiges Add-on. Also das, wie gesagt, hier kostet 7,81 € aktuell hier im Sale. Es gibt ein Add-on, das ist 2021 rausgekommen. Auch das hat original keine deutsche Sprache unterstützt, aber wie gesagt, hier steht drin, dass das Translation Pack auch dafür zieht und funktioniert. In diesem Download bzw. Add-on habt ihr noch das Oxygen Not Included Spaced Out und da habt ihr die Möglichkeit, verschiedene andere Asteroiden zu fliegen, da Raubbau zu betreiben, eine kleine Basis zu errichten und demnach diese Rohstoffe, die ihr braucht, die ihr nicht mehr daheim habt, euch rüberzuholen. Das sind simultane Welten, das heißt, die laufen weiter. Auch da muss da natürlich Sauerstoff vorhanden sein und so weiter, wenn ihr da arbeiten wollt und leben wollt. Und schickt es dann alles nach Hause auf euren Heimatplaneten. Es ist ein tolles Spiel. Für mich ist es zu viel, wie schon gesagt, Lebenssimulation. Dyson Sphere Program. Ich sag mal, Factorio auf Steroide. Oder Factorio mit potenzsteigernden Mitteln.
Es ist so, ihr müsst eine Dyson Sphere errichten. Das ist ein Schild, das sich um einen Stern drumherum legt, um Energie abzusaugen, um Energie zu bekommen. Das ist der Auftrag. Ganz einfach, das ist eine Theorie, die gibt es, ihr könnt es mal googeln. Das ist theoretisch auch möglich, dass man daraus dann die Energie der Sonne quasi absaugt und abzapft. In der Praxis natürlich für uns unmöglich momentan. Aber in diesem Spiel ist es euer Job. 62.000 äußerst positive Bewertungen bei Steam und es ist rausgekommen im Jahr 2021. Besonderheit zu Factorio, ihr habt hier mehrere Welten. Bedeutet, wenn ihr auf einer Welt eure Produktionslinie aufgebaut habt, wenn ihr die Erze abbaut, wenn ihr Produktionen habt, wenn ihr genug Strom habt, wenn die Logistik steht auf diesem Planeten, könnt ihr das ins All schießen. Ihr könnt es auf anderen Planeten verwenden, um dort wiederum weitere Produkte herzustellen, um wieder andere Erze abzubauen, um euch einfach zu vergrößern. Ihr baut quasi ein intergalaktisches, interstellares, eins von beiden kann nur stimmen, ich weiß, ich muss mal googeln, was da stimmt. Ihr baut auf jeden Fall ein planetenübergreifendes Logistiknetzwerk auf, mit dem ihr eure Ressourcen und eure Produkte und eure Endprodukte quasi hin und her schiebt. Ihr selbst könnt von A nach B fliegen. Die Entwickler werben damit, dass kein Spiel dem anderen gleicht. Bedeutet, die Planeten sind alle prozedural generiert. Und die ganzen Sternensysteme sowieso. Es muss ein unglaublich logistisches, krasses Meisterwerk sein. Es gibt den Kampf, es gibt die Verteidigung, es gibt Angriffe, Ressourcen sammeln, Produktionslinien aufbauen, transportieren, Design. Es ist fantastisch. Und jetzt kommt das große Aber. Punkt Nummer 1, es ist nur in Englisch. Also das heißt, Englisch und Chinesisch vereinfacht. Gut, wer Chinesisch kann und wer Englisch gut kann, hat Glück gehabt. Wer nur Deutsch spricht, der hat ein bisschen Probleme. Ich habe keine Möglichkeit für mich gefunden, das auf Deutsch zu spielen. Ich kann Englisch relativ gut, bin trotzdem ein bisschen, angepisst, hätte ich beinahe gesagt, weil es mir einfach nicht so liegt. Nicht so schön. Kostet momentan 13,43 €. Ich würde es unheimlich gern spielen, bin aber in der Factorio und Satisfactory Steuerung so festgefahren, dass ich mit dem neuen Layout, mit der Maske, mit dem Benutzerinterface einfach nicht warm werde. Es funktioniert nicht. Vielleicht habe ich mal Zeit, mich hinzusetzen und zu sagen, weißt du was, Factorio mal aus dem Kopf, das mal aus dem Kopf. Jetzt geht's los mit Dyson Sphere Program und dann spiele ich das mit Sicherheit auch gern und viel. Ich komme einfach nicht rein. Mein Platz Nummer 6, Dyson Sphere Program. Platz Nummer 5, Autonauts. Ein Spiel, das meine absolute Unterstützung erhält. Mein absolutes Favorite Game für, ich sag mal, fast ein ganzes Jahr. Autonauts kombiniert das Beste aus Landwirtschaft, Simulation, Crafting, Fließbandbau, also Bau von Fließbändern und Konstruktionsanlagen, Ressourcenmanagement und das alles in einem extrem knuddeligen, aber ganz klaren und einfach zu verstehenden Grafikstil. Man kann echt seine Welt erschaffen, die schreiben die Welt seiner Träume erschaffen und kann die automatisieren. Es ist so, dass ihr anfangt mit einem Stock und einem Stein, hätte ich beinahe gesagt, und einem Roboter, den ihr programmiert. Jetzt denken viele, oh Gott, Roboter programmieren. Nein, ist nicht so komplex, wie man denkt. Es gibt eine visuelle Programmiersprache und man kann tatsächlich sagen, du nehmen Stein, legen Stein auf Tisch, klopfen. Dann wird der Stein zu einer Platte, sag ich jetzt mal. Den Stein dann nehmen und dann darüber tragen. Und also man kann jeden einzelnen Schritt, man muss jeden einzelnen Schritt automatisieren, gibt ihm das vor und kann dann sagen, repeat. Und dann fährt er in dem Gebiet los und sammelt die Steine ein. Genauso könnt ihr es mit Holz machen. Wenn ihr das Holz dann aberntet, also Bäume erntet, könnt ihr die zu Brettern machen. Die Bretter werden dann weiterverarbeitet von anderen Robotern wieder zu weiteren Dingen und so weiter. Ihr könnt Roboter bauen, die andere Roboter bauen. Ihr könnt Roboter bauen, die Roboter aufziehen, weil die Roboter brauchen so hinten an so einem Rad immer wieder Strom quasi zum Aufziehen. Ihr könnt Roboter bauen, die Farmen bearbeiten, also Farming betreiben. Und mit diesem Farming könnt ihr dann eure Siedler mit Essen versorgen. Autonauts ist das Automatisierungsspiel schlechthin. Mir fehlt ein bisschen das Thema des Kampfes. Mir fehlt so ein bisschen so die Ernsthaftigkeit, die Tiefe, so dieses, ich sag mal, wie ist es bei Factorio, wenn dann irgendwann dann die Wellen nicht mehr aufhören und man nicht mehr weiß, wo man noch Munition herkriegt und sich schnell auf die Artillerie rüberhangeln muss oder auf eine Nuklearrakete. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Aber wer gerne Programmiersprachen probieren möchte, die in einer visuellen, echt einfach zu verstehenden
grafischen Lösungen sind, wer gerne automatisiert, der sollte Autonauts spielen. Geil, gell? Jetzt habe ich dreimal Auto gesagt oder fünfmal. Es ist einfach unglaublich. Und es ist ein Singleplayer-Spiel, ganz klar. Es gibt es in Deutsch, Englisch, Französisch, was nicht alles, Spanisch, Japanisch und weitere 11 Sprachen. Kostet normalerweise 19,99 €, momentan bei Steam im Sale für 6,79 €. Ein absoluter Schnapper. Also, das Spiel hat eigentlich nicht Platz 5 verdient, sondern Platz 1. Aber ich habe halt eben andere Favoriten, die noch besser sind. Von daher Autonauts auf Platz Nummer 5. Platz Nummer 4. Foundry. Foundry ist, ich möchte sagen, von dem, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, was ich mir anschauen durfte, wie Satisfactory, nur in einer voxelbasierten Welt. Mir fehlt es bei Satisfactory, dass ich den Boden abbauen kann, dass ich in die Tiefe gehen kann, dass ich Erze habe, die endlich sind. Also sprich, ich grabe die Erze aus und wenn sie weg sind, sind sie weg. Das fehlt mir und das hat Foundry und das möchte Foundry anders machen. Es kommt bald raus. Wir haben jetzt hier momentan März 2023. Es steht da, dass es bald verfügbar ist. Es ist ein Einzel- und ein Online-Koop-Spiel. Das ist schon mal super geil. Ihr könnt eure Welt anpassen. Ihr könnt sie verändern. Ihr könnt nach Ressourcen suchen. Ihr habt dann die Möglichkeit, ein, ich sag mal, Fließband und ein Pipe-Netzwerk aufzubauen. Ihr könnt Dinge am Anfang per Hand craften. Das könnt ihr auch noch später. Aber ihr werdet ziemlich schnell sehen, dass ihr die verrücktesten Maschinen aufbaut, um dann die Erze, die Materialien zu verarbeiten und wiederum neue Produkte zu schaffen. Also ein typisches Automationsspiel. Ihr habt das Thema Strom, ne? Kennen wir auch von Satisfactory. Man kann das Rad nicht dreimal neu erfinden, das ist mir klar. Aber es ist wohl, was die Ressourcenhungrigkeit angeht, wesentlich geringer, da die Grafik einfacher ist. Und wie schon gesagt, mir macht es einfach einen Höllenspaß, Erze zu finden, abzubauen, die dann hochzuschaffen in die Fabrik. Das ist mein Spielstil. Nicht diese unendliche Geschichte, sondern dass man wirklich sich darum kümmern muss. Man muss scouten. Man hat prozedural generierte Welten, die unendlich groß sind, so wird es zumindest erklärt. Und man muss dann mit den Ärzten dementsprechend auch wiederum Forschungen freischalten. Die Forschungen ergeben dann wieder weitere Produktionsmaschinen, weitere Produktionsketten, Linien etc. Es ist ein riesiger, großer Sandkasten. Man kann es zusammenspielen, die empfohlene Spielerzahl ist 2 bis 4 Spieler. Natürlich auch Singleplayer geht auch. Es ist unendlich mit unendlich vielen Spielern spielbar, aber es wird empfohlen, dass man bei 2 bis 4 Spielern, das ist wohl die logischste oder beste Anordnung, ja, der Mitspieler. Ja, Foundry. Mehr kann ich darüber nicht sagen, es ist noch nicht raus. So wie es da ist, werde ich mir es selbstverständlich sofort kaufen und spielen, suchten. Denn es ist das, was mir bei Satisfactory ein bisschen fehlt. Ja, also Grafik hin oder her, wenn ich die Möglichkeit habe, in einer voxelbasierten Welt, so wie Minecraft, so eine krasse Automatisierungsschlacht zu schlagen, dann möchte ich das tun. Was noch nicht so ganz klar ist, es ist nicht klar, ob es Gegner gibt. Ich habe nichts lesen können, nichts sehen können, keine Kämpfe. Das wäre ein bisschen schade. Ich brauche so ein bisschen den Kampfaspekt. Aber das werden wir sehen. Foundry, Platz Nummer 4. Platz Nummer 3. Captain of Industry. Ihr landet mit einer Besatzung auf einer Insel und die Aufgabe ist es, zu überleben. Ihr baut Rohstoffe ab, ihr treibt Landwirtschaft und ihr baut Fabriken. Ihr stellt dann darin Produkte her, erforscht neue Technologien und ihr handelt mit anderen Siedlungen. Es sind eigentlich keine anderen Siedlungen, sondern es sind andere Inseln. Das ist nicht easy und genau das macht das Spiel aus. Ihr müsst in einer Welt, in der es um Automatisierung geht, eure Siedlung am Leben halten. Und darauf möchte ich mal genauer eingehen oder tiefer eingehen, denn das ist der Punkt, der bei den anderen Spielen nicht so rauskommt. Ihr habt eine Bevölkerung, die ihr in Siedlungen unterbringt. Diese Bevölkerung arbeitet, also das ist Personal, arbeitet in eurer Fabrik, in den Farmen oder um die Fahrzeuge zu bewegen. Dafür braucht ihr die. Habt ihr die nicht, funktioniert das alles nicht so gut, beziehungsweise gar nicht. Aber wenn ihr die habt, braucht ihr auch Essen. Und dieses Essen müsst ihr anbauen. Ihr braucht also Lebensmittel, Wasser, Elektrizität, Gesundheit, beziehungsweise Gesundheitswesen,
und auch Haushaltswaren. Also ihr braucht verschiedene Dinge, die einfach Menschen brauchen, um zu leben, um zu überleben, die ihr anbauen bzw. produzieren müsst. Ihr könnt dann Kartoffeln anbauen auf Farmen. Ihr könnt später Sojapflanzen, also Sojabohnen und Weizen anpflanzen, um dann verschiedene Produkte bzw. verschiedene Nahrungsmittel herzustellen, die dann den Bedarf hier auch decken. Auf kurz oder lang werdet ihr Gewächshäuser haben, in denen ihr mehr Lebensmittel anbauen könnt, um eure Siedlung mit Nahrungsmitteln versorgen zu können. Denn ihr habt immer mehr Mitarbeiter, immer mehr Leute, die ihr braucht, die vermehren sich natürlich und in dem Fall ist es so, dass ihr auch wirklich viel mehr Essen braucht. Es gibt neue Technologien, die ihr erforschen könnt. Ihr könnt über 140 Technologien freischalten und dadurch werden die Fabriken und Logistik und alles, was ihr so braucht, immer effizienter. Importieren und exportieren von Ressourcen ist klar. Man kann damit handeln, man kann die Schiffe direkt rüberschicken zur Insel und kann sich dann, wenn man nicht unterwegs angegriffen wird, was durch Piraten der Fall sein kann, Handel treiben. Also unterm Strich, aufgrund der Lebenssimulation bzw. aufgrund des, dass man Essen herstellen muss für seine Bürger und dass die Leute dann auch bei einem arbeiten und Fabrikarbeiter und die Bagger fahren etc., ist dieses Spiel Platz 3, da ich es super komplex finde, nicht zu viel Details, nicht zu viel Mikromanagement und das Thema Automatisierung hier ganz, ganz groß geschrieben steht. Also, Captain of Industry, Platz Nummer 3. Platz Nummer 2, Satisfactory. Ich habe diesen Abschnitt jetzt schon 30 Mal gemacht. Ich mache jetzt das 31. Mal und egal wie oft ich mich verspreche, ich werde es lassen. Satisfactory ist immer noch im Early Access. Aktuell Update Nummer 7. Es kommt bald das Update Nummer 8 raus. Alle sind nass drauf und warten drauf. Es ist das Automatisierungsspiel, wenn ihr automatisieren, produzieren, logistisch hin und her schieben und vor allen Dingen grafisch was geboten haben wollt. 108.927 Bewertungen und da ist die Wertung auf äußerst positiv. Das hat schon was zu heißen. Seit 2020 ist das Spiel zu haben und es hat sich wirklich stetig weiterentwickelt. Es ist kein so ein Spiel, was im Early Access rauskommt und dann stehen bleibt. Nein, das Spiel geht wirklich, ich möchte schon fast sagen, wöchentlich neue Wege und es ist fantastisch. Ihr könnt es im Multiplayer spielen, wenn ihr es wollt, also Singleplayer logisch. Multiplayer mit einem dedicated Server wird unterstützt. Das ist auch möglich, eine sehr schöne Sache, wenn ihr zu verschiedenen Zeiten spielen wollt. Es werden alle möglichen Sprachen unterstützt, unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und so weiter. Konstruieren, automatisieren, erkunden. Ihr konstruiert eine Fabrik, die ihr tatsächlich in ein Gebäude reinbauen könnt, wenn ihr das wollt. Ihr könnt sie auch draußen stehen lassen. Ist scheißegal. Ihr könnt auch in den Himmel bauen. Ihr könnt machen und tun, was ihr wollt in diesem Spiel. Und das ist es, was ich will. Ich möchte die Möglichkeit haben, kreativ zu sein. Ich möchte machen, was ich will und nicht, was mir von irgendwem vorgeschrieben wird. Und das ist hier so. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt automatisieren, logisch, ihr baut die Erze ab, ne? Die kommen dann aus so einem Turm raus, aus so einem Bohrturm, die werden dann reingefahren in die Schmiede bzw. die Schmelze und dann geht es weiter in die Produktionsanlagen und da werden Schrauben und Stangen und Platten und alles Mögliche draus produziert und das geht dann wiederum weiter, das könnt ihr dann, ich sag mal, in einer Bestellung, die immer ankommt, ihr kriegt eine Bestellung, die müsst ihr bedienen, die Bestellung, später in einem Weltraumlift die Sachen abschicken und da kommt ihr weiter. Ihr kommt so immer Step für Step weiter, wenn ihr die Bestellungen quasi bedient, die da ankommen. Es ist eine offene Welt. Es ist tatsächlich so, dass ihr die offene Welt erkunden solltet. Baut erstmal eine gewisse Fabrik, lebt euch ein und dann geht ihr mal erkunden. Es ist eine handcrafted Welt. Es ist nichts prozedural generiertes, dahingerotzter Scheiß. Nein, es ist eine handcrafted World, die ihr euch anschauen könnt, die ist wie geleckt. Und es gibt Geheimnisse. Und es gibt Höhlen, wo ihr was drin findet und es gibt Gänge und also ich will jetzt nicht so viel verraten, aber es ist fantastisch. Es gibt kein Limit in diesem Spiel, es gibt keine Baubegrenzung, es gibt keinen, der ganze Scheiß mit 3 Punkten noch und dann darfst du nicht mehr das nächste Fließband bauen oder die nächste Fabrik. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Macht's einfach. Es ist fantastisch. So, mehr kann ich nicht sagen, denn dieses Spiel, dem gehört eigentlich ein eigenes Video nur für dieses Spiel. Aber ich will jetzt mal hier aufhören mit dieser Lobeshymne. Satisfactory, Platz Nummer 2, Moloch. Ach so, weil ich es gerade sehe. Stromerzeugung. Ich war zum Beispiel der Strombeauftragte. Mein Job auf dieser Welt, die wir hatten im Multiplayer, war es nur immer wieder, genug Strom zu erzeugen,
dass die ganzen Fabriken, die von den anderen gebaut worden sind, mit Strom versorgt worden sind. Und das fängt dann an mit, ich sag mal, einem ganz normalen Biomassekraftwerk, geht dann über Thermal bis hin zu Nukleargeschichten. Ihr habt so viel zu tun mit der Stromerzeugung, Stromspeicherung, Transport vom Strom, also sprich mit Strommast, den ihr anschließen müsst, um dann Kabel zu legen. Es ist mind-blowing, crazy shit. Ehrlich. Also, Satisfactory, Platz Nummer 2. Ein fantastisches Spiel. Und aktuell, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, 17,99 bei Steam, 40% Rabatt. So, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Platz Nummer 1, Factorio. Es gab eine Zeit, in der wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht haben, wenn wir auf eine einzelne, einsame Insel auswandern müssten. Wer sind wir? Meine Frau und ich. Und auf dieser Insel gäbe es kein Internet und ich hätte zwar einen Laptop oder einen PC dabei und ich kann nur ein einziges Spiel mitnehmen. Welches Spiel würde ich mitnehmen? Und die Wahl ist auf Factorio gefallen. Ich spiele schon, keine Ahnung, 30 Jahre am PC. Das ist mein Hobby. Ich bin da absolut, ja, was das Hobby angeht, gestört. Und wenn die Wahl, wenn ich auf eine einsame Insel auswandern müsste, auf Factorio fällt, dann könnt ihr mir glauben, das Spiel hat was. Ich habe über 700 Stunden, bin immer noch nicht durch. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich habe die Rakete, das ist das Ziel, noch nicht gestartet. Ich möchte euch nicht über das Spiel an sich erzählen. Ich möchte euch über das Drumherum erzählen. Also aktuell hat das Spiel 128.602 Bewertungen. Da ist der Schnitt äußerst positiv. Das ist schon mal ein Knaller. Veröffentlichung, so steht es hier zumindest, ist 2020 gewesen. Das ist aber nicht richtig. Ich glaube, das war Veröffentlichung der 1.0er Version. Das Spiel hat sich grafisch ziemlich verbessert und ist seinem Stil treu geblieben. Und das muss es auch, denn diese ganzen Möglichkeiten, die man hat, kann man nur aus dieser 2D-Ansicht von oben erledigen. Spielt es an, es gibt eine Demo. Wenn ihr nicht spielen wollt, kommt auf meinen Kanal, schaut euch die Playlist an. Ich habe eine Playlist nur mit Factorio. Von Grund auf spiele ich los. Es ist das absolute Logistik- und Automatisierungsspiel, das ich jemals gespielt habe und sehr wahrscheinlich jemals spielen werde. Okay, genug der Lobeshymnen. Es kostet aktuell 32 Euro. Es ist extrem preisstabil geblieben. Ich weiß nicht, ob es mal ein bisschen günstiger war. Ich glaube, es hat mal 29 gekostet oder so. Im Early Access habe ich damals gekauft, glaube ich, noch günstiger. Aber die sind schon immer preisstabil geblieben. Und warum? Weil sie es können. Die können diesen Preis verlangen, weil das Spiel es wert ist. Das Spiel ist ein Meisterwerk. So. Genug meiner Gehirnausdünstungen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen bei dem Thema Automatisierungsspiele Top 10. Und ich hoffe, ihr findet meinen Kanal gut. Drückt vielleicht bei dem Video auf einen Daumen nach oben. Oder abonniert den Kanal sogar. Denn das würde mir echt gut helfen und dem Kanal. Und ich würde weitere solche Videos machen können. Und jetzt rede ich ganz schnell und sage euch Tschüss. Und ich mag euch und bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.